Müde, doch glücklich zieht die kleine Gruppe Menschen am Strand entlang. Bei sich nur das Notwendigste zum Leben. Sie sind dem Krieg in ihrem Land entkommen. Doch was wird die Zukunft bringen? Eulan drückt ganz fest die Hand ihres geliebten Cyrus. Ich hatte gar nicht mehr an die Freiheit geglaubt, Cyrus. Du und ich. Aus dunkler Vergangenheit auf dem Weg. Cyrus! Hm? Was beschäftigt dich denn? Belos. Aber er hat uns doch befreit. Warum führt er uns dann gerade über den offenen Strand, wo es keinerlei Deckung gibt? Wir sollten Waffen haben. Hast du das gehört, Admeta? Cyrus ist der Meinung, wir sollten Waffen haben. Cyrus? Cyrus ist doch ein Idiot. Wir sind doch vor dem Krieg aus der Heimat geflohen. Vor Krieg und Waffengewalt. Was lacht ihr über Cyrus? Ihm geht's doch nur um unseren Schutz. Wovor? Elus führt uns sicher nach Kalydon. Dort gibt es keine Feinde mehr. Sicherlich haben Sie recht, Cyrus. Ist ja bisher alles gut gegangen. Wer sind die denn? Gegen die Horde schwer bewaffneter Reiter, die am Horizont aufgetaucht war, hatte die kleine unbewaffnete Gruppe keine Chance. Im Nu waren sie von den Reitern eingeholt und überwältigt. Sie waren in den Händen von Sklavenhändlern. Ihr alle geht darüber! Los! Schneller! Vorwärts! Auf gut gemacht! Bringt sie weg! Du Lügner! Du Betrüger! Oh, was Neues? Ein Rebell in unserer Mitte. Du erfüllst mein Herz mit Angst. Steck ich dir ein Messer ins Herz. Dann beeil dich aber. Auf dem Sklavenmarkt ist es zu spät dazu. Los, Tempo! Wenn ich sage, beeilt euch, dann meine ich das auch so. In der nächsten Gelegenheit fliehen wir. Ruhe, Sklave! Halt die Schnauze! Schädigt die wertvolle Ware nicht, Mudo! Mit so einem Kampfgeist bringt er einen Spitzenpreis, wenn wir ihn als Kämpfer in die Arena verkaufen. Wieder allerdings würde ich am liebsten für mich selber behalten. Du Schwein! Gut, der gibt nie auf. Das treibt den Preis nur in die Höhe. Ja, los, auf den Sklavenmarkt! Dies ist eine Geschichte aus längst vergangener Zeit. Einer Zeit der Mythen, Märchen und Sagen. Als die alten Götter grausam und rachsüchtig waren und die Menschen mit Schrecken verfolgt und mit Leid heimgesucht haben. Aber da war ein Mann, der sich ihrer Macht widersetzte. Herkules. Sohn von Gottvater Zeus, geboren von einer sterblichen Mutter. Er war stärker als alle seine Feinde. Seine Kraft war übermenschlich und er nutzte sie gegen die Mächte des Bösen in der Welt. Er zog durch die Lande, verfolgt von der eifersüchtigen Rache seiner Stiefmutter Hera, der Gemahlin des Zeus. Und wo auch immer Unrecht geschah, wo auch immer ein Unschuldiger leiden musste, Herkules war zur Stelle. Und es trifft sich, dass Herkules nach langer Zeit seine Mutter besucht, die sich gerade bemüht, Säcke voller Korn auf einen Karren zu laden. Aber Mutter, was machst du da um Himmels Willen? Das ist doch viel zu schwer für dich. Ich bin's gewohnt, dass ich immer alles selber machen muss. Du brauchst immer nur mich zu fragen. Schön, aber ich schaff das schon, wirklich. Ist wohl besser, du lässt mich mal ran. Wenn ich deinen Sohn schon mal besuche, kannst du ihn ruhig zur Arbeit einspannen. Vielleicht hast du sogar recht. Natürlich habe ich. Aber verlang mir ja nicht weniger als 400 Dinar für die Ladung. Willst du etwa, dass ich auf den Markt gehe? Hast du nicht gesagt, dass du mir helfen willst? Ja, schon, aber mit den Aasgeiern da auf dem Markt rumfalschen? Die Götter haben dir einen sehr scharfen Verstand mitgegeben, nicht nur den starken Körper. Versuch es doch einfach mal. Also gut. Aber in einer Sache irrst du dich gewaltig. Oh. Nicht von den Göttern habe ich den scharfen Verstand, sondern von dir.
Und mit Leichtigkeit nimmt Herkules den vollbeladenen Karren und schiebt ihn den Hügel hinauf, vorbei an den Gräbern seiner Frau und seiner Kinder. Ein tiefer Schmerz bohrt sich in Herkules Herz und voller Wehmut bleibt er stehen und schaut zu den liebevoll gepflegten Gräbern. Wie oft sind wir hier spazieren gegangen? Fröhlich und lachend. Und waren sicher, dass unser Glück niemals enden könnte. Und wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich immer nur dich, Deianira. Und euch, Ilea, Aeson und Klonus. Deshalb bin ich nicht schon früher zurückgekommen. Ich hatte zu viel Angst vor dem Schmerz. Ich weiß, dass das Leben weitergehen muss, aber du fehlst mir immer noch so sehr. Du warst alles für mich. Und jetzt bleibt mir nur noch die Erinnerung an dich. Und alles, was ich noch für dich tun kann, ist das. Für das nächste Mal lasse ich mir was Besseres einfallen. Herkules legt einen Strauß Blumen in das Rund der Gräber. Dann reißt er sich los von seiner Trauer und geht seinen Weg weiter. Weiter zum Markt von Kalydon. Wunderbare Melonen! Zwei Dinar! Nur zwei Dinar! Wunderbare Melonen! Zicklein zu verkaufen! Ein herrlich zartes Zicklein! Waffen der Herr? Ich habe das beste Angebot auf dem ganzen Markt. Schauen Sie sich alles nur in Ruhe an. Zum Beispiel dieser Bogen, mein Herr. Frisch importiert aus Assyrien. Beste Qualität. Ich führe nur das Beste. Wirklich ein schöner Bogen. Und nur 15 Dinar. Hey, Sie, hören Sie auf, nach meinem Schwein zu treten. Ich gebe Ihnen auf 10 Dinar. Hallo, Iolaos. Herkules, du Bestienkiller. Was machst du denn hier? Ich besuche meine Mutter. Und den besten Freund vergisst man. Nein, ich wäre sofort zu dir gekommen. Da hat meine Mutter mich überredet, dir Korn zu verkaufen. Siehst gut aus. Danke. Los, komm. Oh, ist das deine neue Liebe? Sehr witzig. Eigentlich wollte ich Penelope gerade verkaufen und den M-E-T-Z-G-I-R. Ah, an den Metzger. Weißt du, du solltest aufhören, deinen Tieren immer Namen zu geben. Rein mit dir, du Hund! Rein! Was ist das denn? Das ist Belus, Sklavenhändler. Das geht so Monat für Monat. Wer da, wenn die Sklaven so herumstößt? Der große Kerl? Das ist Mudo, Gargantua, der Riese. Ich hasse die Sklaverei, sie ist ein großes Unrecht. Man wird den Sklavenhandel hier nicht so schnell abschaffen können, auch du nicht. Tja. Du musst dein Korn verkaufen. Los, komm. Suchen wir mal einen Käufer. Komm, Penelope. Endlich mal wieder zu Hause, Herkules. Hallo, Herkules, wie geht's? Jetzt schau sich das einer an. Hey, was Schöneres als die Heimkehr großer Helden? Ich wusste gar nicht mehr, dass die Aussichten hier so gut sind. Geh nicht weg, ehe du mein Angebot gehört hast, Herkules. Weißt du, ich bin ja sehr geschmeichelt, aber... Ich rede von deinem Korn. Ach so. Naja, alles zu seiner Zeit und am richtigen Ort. Und das ist jetzt, glaube ich, Ort und Zeit für gute Geschäfte. Was meinst du? Also, was ich hier habe, ist das beste Korn, das man auf 100 Meilen finden kann. Dann sei nicht so verschwenderisch damit. Oh, das ist nicht mehr als für einen Laib Brot. Also wissen Sie was? Ich senke den Preis um das, was daraus gelaufen ist und gebe Ihnen die 6 Säcke für 400 Dinar. Da lacht doch Ihr Herz bei einem Geschäft, das so schnell nicht wiederkommt. Denken Sie, ich habe ein Herz? Wer sind Sie? Ihre Mutter. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie haben vielleicht Nerven, meine Tochter reinlegen zu wollen. Aber schweig! Ich würde Ihr Korn ja nicht mal an ein Schwein verfüttern. Also, hey, hey. Meine Mutter hat das Korn angebaut. Oh, was Sie nicht sagen. Das ist Herkules. Ach ja? Kommen Sie mal mit rein. Iolaos. Ich weiß ein lukratives Geschäft für einen so schönen, großen, starken Mann wie dich.
Wenn du so ein kleines bisschen Zeit hast für mich, zahle ich dir jeden Preis, den du willst, für dein Korn. Was meinst du dazu, mein Kleiner? Bring dich schon nicht um. Und wie viel zahlen sie allein fürs Korn? Wohl Schiss vor einer richtigen Frau. Nein, das nicht, aber ich... Du ahnst ja nicht, was du verpasst. Bin eher der schüchterne Typ. Ah, 200 Dinar. Nicht mehr? Es sei denn, wir fangen nochmal an zu fahren. 200 sind schon recht. 200 sind doch prima. Nimm sie und verschwinde. Danke. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wiedersehen, Herkules. Wiedersehen. Die anderen 200 Diener warten auf dich. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Eher lernen Elefanten das Fliegen. Naja, vielleicht hat sie ihr Aussehen ja auch vom Vater. Nun, nachdem das überstanden ist, wird Herkules neugierig auf die Versteigerung der Sklaven, die bereits in vollem Gange ist. Ein junger, strammer Bursch, bestens geeignet zu harter Arbeit auf ihren Feldern, auf Weiden und in Ställen. Und ein paar Schläge gefallen ihm auch. Mindestangebot 150. Wer bietet 150? 150. 150 zum Ersten. 200. 200 zum Ersten. 250. 250 zum Ersten. Wer bietet mehr? Höre ich 300? 300. 300 ist geboten. Höre ich 400? 400 ist geboten. Er ist ein kräftiger Kerl. Höre ich mehr? 500. 500 sind geboten. 500 zum Ersten. Zum Zweiten, Zuschlag für Elias für 500 Dinar. Ich gratuliere. Haben Sie sich einen temperamentvollen jungen Mann eingehandelt. Enias ist Einkäufer für die libyschen Gladiatorenkämpfe. Was heißt denn für die Löwen? Genial, deine Hände weg, sonst was ist da los? Und jetzt kommt, worauf ihr alle gewartet habt. Das Beste zum guten Schluss. Ein junges, feines Weibsbild. Sie kocht ihr Essen, Frucht ihren Boden und sie hat schöne, weiche Haut. Und ist genau das Richtige für einsame Nächte. Wie viel hast du dabei, Tumulus? Wer sammelt dann zu wenig? Ja, und was ist mit meinem Flug? Idiot! Die schafft uns an. Die bringt uns Geld für 10 Flüge. Also wer bietet mir 100 Dinar für diese Blume des geheimnisvollen Orients? 100. Hä? 200. Was soll das denn? Eine Rettungsaktion. 200 sind geboten, aber das ist auch nicht genug für eine Dame mit so viel unberührter Begabung zur Konkubine. Höre ich 250? 250. Das ist Musik für meine Ohren. Höre ich 300? Was hast du an Geld dabei? Ich brauche keine Sklaven. Betrachte es als Darlehen. Es war für einen neuen Amboss vorgesehen. Also kommen Sie, meine Herren. Diese hübsche junge Dame ist doch mindestens 300 wert. Keine Sorge. Also, meine Herren. Du kriegst dein Geld zurück. Gut, ich habe 200. 400. Was soll das nun wieder? Es hat doch noch keiner 300 geboten. 400. Endlich ein Mann, der wahre Schönheit zu schätzen weiß. Oder höre ich 500? Also gut, dann 400 zum Ersten, zum Zweiten. Zuschlag an den Herrn dort mit dem Leuchten in den Augen für 400 Dinar. Gratuliere und viel Spaß mit Ihrer preiswerten Neuerwerbung. Ich möchte das Mädchen abholen. Er ist Geld, Herr Freundchen. Klar. Ja. Und jetzt nimm mir die Ketten ab. Du denkst, du schaffst das Biest? Mach schon. Tut, was er sagt, Mudo. Wir sind hier jetzt nur noch Zuschauer bei dem Spektakel. Und, was machen wir jetzt? Ja, zunächst sollten wir uns vielleicht mal vorstellen. Hey, du! Ich bin Iolaos. Hab keine Angst. Wir tun dir schon nichts. Als Iolaos Eulan die Hand zur Begrüßung reicht, greift sie zu und wirft Iolaos zu Boden. Mir reicht schon, wenn du mich durch die Gegend fährst. Du kannst eben wirklich mit Frauen umgehen, Iolaos. Rührt mich nicht an. Ich warne euch. Währenddessen hat der Anführer der Sklavenhändler, Belus, Ärger mit dem Käufer der anderen Sklaven, unter denen sich auch Cyrus, der Geliebte von Eulan, befindet. Du hast da was vergessen, wie mir scheint. Die Zustellgebühr. Ändere mir ja nicht die Spielregeln. Die waren immer inbegriffen. Du weigerst dich also? Allerdings tue ich das. Das ist ja Wucherei. Ist sehr bedauerlich. Dann nehmen wir die Sklaven einfach zurück. Aber sie gehören mir. Ich habe für sie bezahlt. Du wieder damit an und vergiss die Zustellgebühr. Mudo, zeig mal Linias, wie sehr er sich irrt. Halte mir ja diese Bestie weit weg von mir. Ich fürchte, das ist der Preis dafür, dass du so geizig bist. Aber du... Was hältst du davon? Wir bringen uns sich selber nach. Kassier doch.
Dann musst du mich zuerst mal umbringen. Wie bitte? Bevor ich deine Sklavin werde, muss ich schon tot sein. Musst du mich aufschlitzen und auch noch aufspießen. Scheu, leidensbereit und äußerst gefügig, ja. Genau so habe ich mir die Sache vorgestellt. Hör gar nicht lange hin, was er sagt. Schau, wir wollen dir doch nur helfen. Wie? Indem ihr mich weiterverkauft, einen schönen Profit einsteckt? Hey, halt endlich deinen Mund. Das ist Herkules, mit dem du da sprichst. Und jeder hat einen Namen. Du hast noch nie was von Herkules gehört? Ist doch ganz egal, Iola. Aber sie sagt... Du bist frei und kannst gehen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Geh, du bist frei. Warum tust du das? Ich hasse die Sklaverei. Überleg's dir bloß nicht anders, bevor ich weg bin. Naja, mein Geld sehe ich ja wohl auch niemals wieder. Andererseits war es ja vielleicht auch ganz gut, dass du sie hast gehen lassen. Da war ja unser kaledonischer Eber noch zutraulicher als die. Die war richtig gefährlich. Fiel mir auch auf. Und während der Sklavenhändler Belus mit Cyrus und den anderen Gefangenen auf dem Weg nach Libyen ist, ist auch Eulan unterwegs. Allein streift sie durch weite Savannen und dichte Wälder, auf der Suche nach ihrem geliebten Cyrus. Doch die Suche ist nicht ungefährlich. Oh, Cyrus, geliebter Cyrus. Wohin des Wegs, schöne Sklave? Geh mir aus dem Weg. Warum sollten wir? Schnapp sie! Eulan nimmt den Kampf gegen die drei Banditen auf. Wir haben den Karatekünsten Eulans nur ihre Fäuste entgegenzusetzen. Doch das ist nicht genug. Zwei Banditen kann Eulan mühelos mit ihren Karateschlägen außer Gefecht setzen. Da zieht der dritte Bandit sein Schwert und will es Eulan an die Kehle setzen, als plötzlich Herkules vor ihm steht. Jetzt gehörst du mir! Ist ja komisch. Genauso eine wie die habe ich gerade gekauft. Nützt dir auch nichts mehr, wenn du in zwei Teilen da liegst. An welche zwei Teile denkst du denn? War nur so dahingesagt. War nicht bös gemeint. Wenn du sie gekauft hast, gehört sie dir auch. Haut los an! Du hättest sie töten müssen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Mach dir um mich keine Sorgen. Naja, so bin ich nun mal. Ich glaube eher, du willst mich wieder als Sklavin haben. Du warst nie meine Sklavin. Denke daran. Dann lass es auch dabei. Wenn du mir erzählen würdest, wo du hin willst, könnte ich dir vielleicht helfen. Ich bin auf der Suche nach dem Mann, den ich liebe. Er wurde als Sklave verkauft und ist wohl auf dem Weg nach Libyen. Wenn du mir also wirklich helfen willst, dann lass mich allein. Aber es ginge vielleicht einfacher mit mir. Habe ich schon mal gehört. Außerdem kenne ich den Weg nach Libyen. Ich bin da schon so oft gewesen. Wirklich? Ja, wirklich. Na gut. Ich erlaube dir zu helfen. Aber komm mir nicht zu nahe. Gut. Sehr gut. Weit führt der Weg die beiden über unwegsames Gelände, über Berge und durch tiefe Täler, bis Herkules für die Nacht in einer Höhle Rast machen will. Eulan, Herkules gegenüber immer noch misstrauisch, bleibt abwartend am Eingang der Höhle stehen. Warum kommst du nicht rein, wo es warm ist? Ich bleib lieber hier. Du solltest aber wirklich was essen. Und mir vielleicht den schönen Abend verpatzen? Nun, bei dem Wetter entschließt sich Eulan nun doch, Herkules in der Höhle Gesellschaft zu leisten. Es ist noch was zum Essen da. Bitte bedien dich. Ich bin nicht hungrig. Früher oder später musst du lernen, jemand zu vertrauen. Habe ich, aber es hat nicht funktioniert. Der Sklavenhändler? Er hat nie gesagt, dass er das ist. Cyrus und ich sind ja nicht blöd. Wir wollten heiraten. Ein ganz neues Leben anfangen. Belus, dieser Hund, sagte, er würde uns helfen. Uns und all den anderen, die an seine Lügen glaubten. Wegen Belus solltest du nicht den Glauben an die vielen guten Menschen auf dieser Erde verlieren. Was weißt du schon? Ich kenne das Gefühl, wenn man verraten wird. Das bezweifle ich. Weißt du, du machst es einem wirklich schwer, dich zu mögen. Du kannst hier weg, wann immer du willst. Ich bin auf deine Hilfe nicht angewiesen. Gut, ich werde es mir merken.
Wenn du deine Meinung wegen des Essens änderst, hier bedien dich. Ich gehe jetzt schlafen. Gut. Ich brauche jetzt auch ein bisschen Ruhe. Viele Meilen entfernt öffnet der Wächter der Sklavenkarawane die Tür des Gefängniskarrens, um den Gefangenen zu essen zu geben. Hände weg, sonst gibt's keine Hafergrütze! Diesen Augenblick nutzt Cyrus, um den Wächter durch einen gezielten Fußtritt zu Boden zu werfen. Cyrus springt aus dem Wagen und stellt sich mit bloßen Händen seinen Gegnern zum Kampf. Die haben seinen Karatekünsten jedoch nichts entgegenzusetzen und einer nach dem anderen geht zu Boden. Cyrus befreit die übrigen Gefangenen und macht sich schnellstens auf die Suche nach Eulan. Am nächsten Morgen. Schon früh ist Herkules erwacht und nimmt ein Bad im nahegelegenen Fluss. Dort findet ihn Eulan. Ruhig streift sie ihre Kleider ab und steigt zu Herkules in die erfrischenden Fluten. Ich habe dich überall gesucht. Ich wollte dich nicht wecken. Und dann dachte ich, ich könnte mal ein Bad vertragen. Das könnte ich auch. Ja, das tut gut. Natürlich habe ich nicht gemeint, jetzt gleich. Lass dich nicht stören. Zu Hause baden die Leute immer zusammen. Aber nicht da, wo ich herkomme. Schön ruhig. Ich beiß dich schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du was an deiner Schulter? Oh, sie ist ein bisschen steif, ja. Dreh dich um. Los, mach schon, dreh dich um. Warum bist du so nett zu mir? Dreh dich um. Ich tu dir schon nicht weh. Das rate ich dir auch. Ich krieg gleich blaue Flecken. Tut doch gut, oder? Nein, sogar sehr gut. Genauso habe ich auch Cyrus massiert, als er noch Akrobat im Palast meines Vaters war. Dein Vater beim Palast? Ja. Und auch die Macht, die dazu gehört. Er hat mich aus seinem Reich verbannt, weil meine Mutter nur eine Nebenfrau war. Aber sowas verstehst du sicher nicht. Und wie ich es verstehe. Das könnte auch in meiner Familie passiert sein, wenn man das überhaupt eine Familie nennen kann. Dann weißt du ja, wie es ist, einsam zu sein. Oh ja. Cyrus hat mir damals sehr geholfen. Er hielt zu mir, als mein Vater mich verstoßen hat. Ich hoffe, du hast auch einen Menschen, der dich liebt. Ja, früher mal. Wir kommen aus verschiedenen Welten, Herkules. Und sind uns doch so verwandt. Ich danke dir. Zurück in Kalydon begibt sich Cyrus sofort auf die Suche nach Herkules und Eulan. Doch wo mit der Suche anfangen? Cyrus versucht sein Glück im Wirtshaus. Dort gibt es immer die besten Informationen. Was sucht ihr denn da? Was suchst du, mein Süßer? Verlaufen? Ich suche nach einem Mann. Tun wir das nicht alle? Das ist eine ernsthafte Sache. Sein Name ist Herkules. Hätte ich mir ja denken können. Du verstehst genauso wenig Spaß wie der. Sag mir, wo er ist. Ihr Männer seid doch alle gleich. Immer nur sag mir, gib mir, sag mir, gib mir. Mir gibt nie einer was. Spendierst du was für die Damen? Nein. Du wirst erst lernen müssen, wie man eine Dame behandelt, wenn du was erreichen willst bei mir. Wo ist Herkules? Auf dem Weg nach Libyen, heißt es, zusammen mit einer neuen Frau. Aus dieser Richtung komme ich ja gerade. Und, hast du sie nicht getroffen? Hast du dich vielleicht wie ein Affe von Baum zu Baum geschwungen? Hey, was willst du von Herkules überhaupt, hä? Ich will nichts von Herkules. Ich suche die Frau, die ich liebe. Gibt er sie nicht freiwillig zurück, bring ich ihn um. Du, den Sohn von Zeus umbringen? Ha, hab
Habt ihr das gehört, Leute? Der Kleine da will Herkules umbringen. Hey, du Idiot! Schmeiß der Kerl mein Glas um. Er ist vielleicht auch noch zu kriegen. Sofort macht sich Cyrus wieder auf den Weg, den er gekommen war, Richtung Libyen. Wie ein Affe schwingt er sich von Baum zu Baum und legt die Strecke, für die andere zu Fuß fast einen Tag brauchen, in nur einer Stunde zurück. Für Eulan und Herkules führt der Weg weiter durch den dichten Dschungel. Nicht mehr weit ist die Grenze nach Libyen. Darf ich dich mal was fragen? Du brauchst doch keine Erlaubnis von mir. Als die drei Schwachköpfe dich schnappen wollten, wo hast du gelernt, dich so gut zu wehren? Mein Vater hat mich ausbilden lassen in der Kunst aller Kampfsportarten. Mir scheint, du hast nie den Unterricht geschwänzt. Wie weit müssen wir noch? Du meinst bis zu deinem Freund Cyrus? Ich wollte, ich wüsste es. Was ist los? Ich mache mir Sorgen um Cyrus. Wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Da ist eine innere Stimme, die mir sagt, ich würde ihn nie wiedersehen. Wir finden ihn, Oelan. Das verspreche ich dir. Tröstend nimmt Herkules Oelan in seine Arme und schutzsuchend schmiegt sich Oelan an seine Brust. Genau in diesem Moment entdeckt Cyrus, der hoch oben in den Bäumen sitzt, die beiden, und sein Gesicht verzieht sich zu einer hasserfüllten Grimasse. Dafür wirst du mir büßen, Herkules. Nichts von ihrer Entdeckung ahnend, setzen Herkules und Eulan ihren Weg fort. Es kann gefährlich sein in der Gegend hier, aber wir schaffen schon. Ich vertraue dir. Schön, dass du mir das sagst. Und da schnappt die Falle zu, die Cyrus in der Zwischenzeit für Herkules aufgebaut hat. An einem starken Ast hängend, schwingt Cyrus auf Eulan zu, greift sie und wird sofort wieder von dem zurückschwingenden Ast hoch hinaus in den Baum getragen. Nein, lass mich! Ein Sprung und Cyrus steht vor Herkules. Cyrus, was soll denn das? Cyrus reißt an einem vorbereiteten Seil und ein Baumstamm springt wie ein Rambock hinter Herkules Rücken auf ihn zu, trifft Herkules mit voller Wucht und schleudert ihn einen Abgrund hinunter. Herkules! Du hast ihn umgebracht! Genau, das, was er verdient hat. Aber er hat mir doch geholfen, wir wollten dich befreien! Er hat dir das Gleiche gesagt wie Belos. Sie sagen alles, sie wollen helfen, aber du kannst ihnen nicht trauen. Keinen von ihnen! Das war nicht so! Los, komm, Eulan! Doch wie aus dem Boden gewachsen stehen die Sklavenhändler vor den beiden. Und ehe sie auch nur an Widerstand denken können, werfen die Banditen ein Netz über sie. Wieder sind Eulan und Cyrus in den Händen von Belus, dem berüchtigten Sklavenhändler. Was für eine angenehme Überraschung. Diese Ungläubigen haben uns eben doch nicht angeschmiert. Herkules ist aus dem Weg und ich habe meine wertvollste Ware wieder zurück. Lass sie wenigstens frei. Ich gehe doch nicht nach Libyen mit einem Sklaven weniger. Außerdem ist es eine lange Reise. Und vielleicht fühle ich mich mal einsam. Kinder! Heilung, sage ich! Heilung! Ich will das Mädchen ganz vorne haben. Und ihr Kerl bleibt hinten, damit sie möglichst weit auseinander sind. Und jetzt seid ihr auf Leben und Tod aneinander gekettet. Ist ein hübsches Mädchen. Wenn du ein richtiger Kerl wärst, würdest du mit mir kämpfen, von Mann zu Mann. Udo! Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Mach mir gar keinen Mucks. Und weiter geht's. Los. Hier. Bewegung, sage ich euch. Bewegung. Ihr sollt schneller laufen. Das gilt auch für dich da vorne. Na langsam runter. Bewegung. Das wirst du mir büßen. Das Mädchen mit dir. Zwei wachsame Augen beobachten den Zug der Sklavenkarawane. Es sind Herkules' Augen, der, aus seiner Ohnmacht erwacht, sofort ahnte, was geschehen war und dem Zug der Sklaven in sicherem Abstand folgte. Vorsichtig nähert er sich den beiden Wächtern, die das Ende der Karawane absichern. Zwei gezielte Schläge, links und rechts, dann steht Herkules Cyrus gegenüber. Ein fester Griff von Herkules an Cyrus' Ketten und Cyrus ist frei. Da ist der Herkules! Du schuldest mir eine Entschuldigung.
Herkules! Ich dachte, du wärst tot. Darüber reden wir später. Pass auf! Schlag ihn tot! Und jetzt entbrennt ein erbitterter Kampf, in dem auch Eulan angreift. Vorsichtig, du könntest dich schneiden mit so einem großen Brotmesser. Achtung, pass auf! Immer mehr Sklaven kann Herkules von ihren Ketten befreien. Der Sieg über die Sklavenhändler ist zum Greifen nahe. Da gelingt es Belus, Eulan von hinten zu greifen und ihr sein Schwert an die Kehle zu setzen. Alles weg! Was ist denn noch mehr? Leros! Eulan! Leros! Ich will ja nicht so. Ich will ja nicht deine hübsche, kleine, süße Kehle durchschneiden, ne? Belus! Gib das Mädchen raus! Lass sie los. Wenn dir so viel daran liegt, kauf sie doch. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Kein Geschäft. Ich töte sie. Keine gute Idee. Von den Bäumen herab springt Cyrus direkt auf Belus und wirbelt ihn herum. Und beide, Cyrus und Eulan, zeigen Belus nun, was es heißt, Meister der Karate-Kunst zu sein. Er verdient den Tod. Nein. Ich habe eine bessere Idee. $300, $350, $400. Du kannst hart verhandeln, Herkules. Aber er ist sein Geld wert. Hätte mich doch bloß dieser verrückte Kerl umgebracht. Mami möchte ihren hübschen kleinen Liebessklaven schön lebendig haben. Die kann küssen, was, Belus? Der Sklave dieser alten, liebeshungrigen Frau zu sein, das ist für Belus schlimmer als der Tod. Aber gerecht. Eulan und Cyrus sind überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Zusammen in Liebe und Freiheit. Und ihr Glück kennt keine Grenzen mehr, als Herkules Mutter den beiden einen Vorschlag unterbreitet. Aber das wäre doch nicht nötig. Ich möchte es aber gern. Und es macht mich zur glücklichsten Frau seit dem Treffen von Venus und Adonis. Von was sprecht ihr gerade? Deine Mutter will, dass wir hier in ihrem Haus heiraten. Tatsächlich? Mhm. Naja, besondere Leute bekommen besondere Angebote. Und jetzt kommt mit mir mit und ich zeige euch, was besondere Menschen sonst noch zur Hochzeit kriegen. Draußen vor der Tür des Hauses zeigt Herkules den beiden unendlich weites und blühendes Land. Euer Land geht bis dort zu diesem Höhenzug. Es ist eine Menge Arbeit, aber der Boden ist fruchtbar und das Klima ist mild. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass du es annimmst. Du weißt doch, wir wollen es. Ich danke dir für alles, Herkules. Gern geschehen. Ich hoffe, ihr seid hier so glücklich wie ich mit meiner Familie. Wir waren immer gut zueinander. Versucht es auch. Vertrau uns und kriegt eine Menge Kinder. Unser erster Sohn heißt Herkules. Ist die Zeit schon reif für noch einen? Doch so glücklich Herkules auch in diesem Moment ist, es zieht ihn hinauf zu dem Hügel, hinauf zu den Gräbern seiner Frau und seiner Kinder. Sie würden dir gefallen, Daenerys. Man wird wieder lachen hören in den Hügeln. Und eines Tages werden sie auch Kinder haben. Sicher Kinder, die mit unseren rumgetollt hätten. Menschen, die sich so lieben wie Eulan und Cyrus, dürfen nie voneinander getrennt werden. Aber manchmal passiert das eben, nicht wahr? Alles, was man tun kann, ist, sich die anzuschauen, die das Glück haben, zusammen zu sein. Und sich an das zu erinnern, was man hatte. Und das war besonders schön, Daenerys. Ich habe euch dabei, wohin ich auch gehe.